Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute 20 bizarre Orte an, an denen Menschen gefunden wurden. Und Leute, ich habe gerade in letzter Zeit ein bisschen einen neuen Schnitt ausprobiert und neue Thumbnails und sowas. Aber ich habe euer Feedback bekommen. Ihr wollt alles genauso haben, wie es davor war auf dem 2.0-Kanal. Und deswegen gibt jetzt alles wieder uncut, full spontan, genauso. Wir gehen rein ins Video. Ach, und übrigens, ich weiß, ich sage das jetzt schon seit Tagen, aber morgen kommt das allererste Video auf dem neuen YouTube-Kanal. Erster Link, Beschreibung. Wenn ihr rausfinden wollt, was es ist, ich werde es euch nicht sagen. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Moin! Die Welt ist riesig und es gibt unzählige Orte, an denen man sich verstecken oder tagelang verirren kann. Aber es hat auch schon Menschen gegeben, die sich in den unvorstellbarsten Situationen wiedergefunden haben. Heute zeigen wir euch 20 bizarre Orte, an denen Menschen gefunden wurden. Oh oh. Du bist neu auf diesem Kanal? Check dann vergiss bei Säule nicht, das ab, zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bruder, bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ich stelle mir gerade die Frage, wurden die Menschen lebendig oder nicht lebendig? Okay, wenn die, warte mal. Also ja, muss ja, also sonst wäre es ja nicht auf YouTube, oder? Wobei? Nummer 20. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ich habe ein bisschen Angst. 1984 erklomm ein Team französischer Bergsteiger die Freiheitsstatue in New York mit Hilfe von Saugnäpfen und Seilen als Teil eines Werbegags. Ja. Es ist zwar illegal, die Statue zu besteigen, aber Therese Okomu, über die wir hier sprechen werden, war nicht die erste Person, die dies versucht hat, auch wenn es im letzten Jahrhundert nur wenigen gelungen ist. Ja. Die Statue ist vom Sockel bis zur Spitze der Fackel etwa 93 Meter hoch. Am 4. Juli 2018 erklomm eine Frau namens Therese die Freiheitsstatue, um gegen die Einwanderungspolitik der Trump-Regierung zu protestieren. Okay. Insbesondere gegen die Trennung von Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Sie saß über 3 Stunden lang am Fuß der Statue und sorgte dafür, dass die Freiheitsinsel evakuiert wurde. Schließlich wurde die Frau von der Polizei verhaftet und wegen 3er Vergehen angeklagt. WTF. Ihr Aufstieg löste in der Öffentlichkeit gemischte Reaktionen aus. Einige lobten sie als Heldin, während andere sie dafür kritisierten, dass sie sich und andere in Gefahr gebracht hatte. Ja, ist halt immer nicht so geil, wenn man sich in Gefahr bringt, aber andererseits, wenn die halt sich einfach nur auf die Straße stellen und sagt, hey, hör auf damit, wird keiner sie beachten. So hast du ja gesehen, Medien pur, ne? Also alle Filme über sie. Und wir gucken uns ein Video über die an. Die Geschichte von Stephen Kubacki wird dich nachts noch wachhalten. Oh nein. Im Jahr 1978 war Stephen Kubacki Student am Hope College, als er während eines Skilanglaufs in Saugatuck, Michigan verschwand. Stephen war ein erfahrener Skifahrer und wollte eigentlich nur ein paar Tage weg sein. Boah, Digga, ich bin auch einmal Ski gefahren, ne? Und bin mitten einfach ich bin nachts Ski gefahren und bin von der Piste abgekommen und ich war irgendwo allein im Nirgendwo im Tiefschnee. Bro, das war ganz gefährlich. Er kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Die Suche nach ihm begann sofort, wurde aber nach einer Woche abgebrochen, als keine Spur von ihm gefunden wurde. Oh. Nach 3 Monaten entdeckte ein Fischer ein paar Langlaufskier und einen Rucksack auf dem Michigansee. Oh mein Gott, in der krass. Nähe der Stelle, an der Stephen zuletzt gesehen wurde. Wie creepy. Die Behörden glaubten, dass er durch das Eis eingebrochen und ertrunken war und dass eine Leiche vom Sog des Sees mitgerissen wurde. Wie creepy. Das Rätsel begann sich jedoch im Mai 1979 zu lösen, als er in Pittsfield, Massachusetts, 1000 Kilometer vom Ort seines Verschwindens entfernt im Gras liegend gefunden wurde. Er hatte keine Erinnerung an die vorangegangenen 15 Monate und seine letzte Erinnerung war das Ufer des Michigansees, wo er seine Fußspuren im Schnee hinterlassen hatte. Bruder, das ist für mich wie so horror. Ich find's so gruselig, wenn jemand dann einfach da liegt, seit 15 Monaten vermisst ist und er von nichts Bescheid weiß. Bro, wie wenn den so Aliens mitgenommen hätten, Gehirnwäsche und jetzt ist er wieder da. Stephen voll creepy, oder? Und hatte einen Rucksack voller Landkarten bei sich. Es gibt viele Theorien über das Verschwinden und die Rückkehr des Mannes. Einige vermuten, dass er unter Amnesie litt, während andere glauben, dass er von außerirdischen Wesen entführt wurde. Was sonst? Einige Leute haben spekuliert, dass Stephens Erlebnis mit dem Bermuda-Dreieck zusammenhängen könnte, einem mysteriösen Gebiet im Atlantik, in dem Schiffe und Flugzeuge spurlos verschwunden sind. Boah, ey, Bermuda-Dreieck, creepy. Glaubt ihr da dran? Stell dir vor, du machst eine Wanderung in einem Waldreservat und genießt die raue Schönheit der Natur um dich herum. Du biegst falsch ab und bist plötzlich verloren, ohne Essen, Wasser oder Handyempfang. Oh, da gibt's auch so viele Horrorfilme. Ich habe viel zu viele Horrorfilme in meinem Leben geguckt. Kein Wunder, dass ich Schiss vor allem habe. Wald ist riesig und du bist dem unbarmherzigen Terrain ausgeliefert. Genau in dieser Situation befand sich Amanda Ella, eine Yoga-Lehrerin aus Hawaii. 17 zermürbende Tage lang musste sich Amanda auf ihren Instinkt, ihren Glauben und ihr Durchhaltevermögen verlassen, um im Makawao Forest Reserve zu überleben. Während ihrer Tortur schwebten Hubschrauber über dem Wald, aber sie konnten sie aufgrund der dichten Baumkronen und der Vegetation nicht entdecken. Amanda musste sich ganz allein in der Wildnis durchschlagen. Als sie durch den Wald ging, spürte sie eine Stimme, die ihr sagte, welche Wege sie nehmen und welche sie meiden sollte. Sie vertraute dieser Stimme und ging weiter, auch wenn es schien, als würde sie immer tiefer in den Wald hineingehen. Und schließlich, nach 17 langen Tagen, wurde Amanda lebend gefunden neben einem Wasserfall im Wald und in der Nähe einer Klippe.
Geisteskrank, Digga. Also wie man sowas überleben kann. Ich sag's dir, wie es ist. Wäre das mir, ich wäre nach einem Tag, wäre ich dann. Bro, ich wäre weg. Ich würde es nicht schaffen, was zu essen. Ich hätte Angst vor Spinnen. Ich hätte Angst vor den Tieren. Würde mich einkacken, Alter. Bro, es wäre vorbei nach einem Tag. Es wäre einfach vorbei. Später beschrieb sie ihr Erlebnis, das mit einem gebrochenen Bein endete, als spirituell. Wenn du gestrandet wärst, würdest du auch auf eine Stimme in deinem Kopf hören, wenn sie dir sagen würde, wohin du gehen sollst? Digga, wenn ich gestrandet wäre. Nummer 17. Bro, würde ich meine Fortnite-Skills nehmen. Damals, Alter, auf dem Sandstrand. Ey, würde ich rumgucken. Wo baue ich mich hoch, let's go! Kein Handysignal, kein Orientierungssinn und keine Möglichkeit, Hilfe zu holen. Das ist eine beängstigende Situation. Ach, übrigens, ich weiß, ich habe ein Fußballtrikot an. Leute, denken jetzt nicht alle, dass ich der Ultra-Fan bin und so. Und jetzt, oh, jetzt geht die Diskussion los in den Kommentaren. Marki ist Star-Fan. Boah, nee, der Club ist besser, der. Ich habe es mir gekauft, weil ich es schön finde. Ende. So, ich finde es einfach schön. Sehe ich gut aus? Nein, Leute, ich sehe scheiße aus wie immer. Ah, alles klar, Digga. Ja, warum frage ich euch überhaupt? Situation, ja, besonders für jemanden in Peters Alter. Er war 75 Jahre alt, als er bei einem Spaziergang in Brancaster, Norfolk verschwand. Ja. Glücklicherweise wurde er dank moderner Technik 24 Stunden später lebend und gesund gefunden. Der Einsatz einer Drohne durch die Polizei von Norfolk spielte eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Peter. Ja. Die Polizei setzte eine Drohne ein, um die Sümpfe in der Gegend zu durchsuchen, und als sie ihn fand, konnte sie das Rettungsteam zu seinem Standort führen. Aber steckt der in einem Sumpf fest? Peter der Bre steckt in einem Sumpf fest? Alter, was war seine Mission? Bro, dachte er, da gibt's irgendwie frische Äpfel, die er einpflanzen kann oder was? Bro? Trotz des möglichen tragischen Ausgangs führte der Einsatz der Polizeidrohnen zu einem positiven Ende. Alter, zum Glück geht's ihm gut, Nummer ne? 16. Das ist Horror, läufst du da rein und bleibst die stecken. Die Überlaufrenne des Longhorn Dams in Austin, Texas ist beeindruckende 11 Meter hoch und 680 Meter lang. Ja. Er soll bei starken Regenfällen überschüssiges Wasser sicher aus der Stadt ableiten. Er ist jedoch nicht dafür gedacht, Menschen zu retten, die über den Rand hängen. Vor diesem Vorfall gab es bereits andere Fälle, in denen sich Boote gefährlich der Hochwasserentlastungsanlage genähert hatten, was zu Forderungen nach besseren Sicherheitsmaßnahmen führte. Am 10. Juni 2021 wurde eine Gruppe von Wassersportlern vor einem Sturz über die Kante des Dammes gerettet. Digga, guck euch das Bild mal an. Bro, die sitzt da mit ihren Kindern, Familie, ganz entspannt. Heute machen wir mal ein bisschen Action. Heute gangen wir mal raus, gell? Heute gibt's ein bisschen Superklasse Vollgas. Na, alle Details, ey. Der schreckliche Vorfall ereignete sich, als sich das Boot der Gruppe der Hochwasserentlastungsanlage näherte und in der Strömung stecken blieb, woraufhin die Passagiere um Hilfe riefen. Glücklicherweise waren die Rettungskräfte schnell vor Ort und leiteten die Rettungsaktion ein. Zum die Glück Wassersportlerinnen und Sportler waren sichtlich erschüttert, aber zum Glück blieben alle unverletzt. Unglaublich, Bro. Nummer 15. Unglaublich, haben die Glück gehabt. Im Jahr 2004 löste ein Tsunami im Indischen Ozean das drittstärkste jemals aufgezeichnete Erdbeben aus. Mhm. Der Tsunami bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 805 Kilometern pro Stunde und erreichte eine Höhe von bis zu 30 Metern. Und dort, am Strand, stand ein 8-jähriger Junge namens Martunis. Er wurde von seiner Familie getrennt und von den Wellen weggeschwemmt. Boah. Tagelang war Martunis verloren und allein und lebte nur von Regenwasser und getrockneten Nudeln. Er verbrachte diese Tage weinend und hielt sich kaum auf den Beinen. Doch wie durch ein Wunder wurde er von einer Gruppe von Soldaten gefunden, die noch Überlebenden suchten. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er wegen Dehydrierung behandelt wurde. Später wurde er von der portugiesischen Fußballnationalmannschaft aufgenommen. Er trug ein Fußballtrikot mit der Nummer 7, die gleiche Nummer, die auch Superstar Cristiano Ronaldo trug, als er gefunden wurde. Später hatte er die Gelegenheit, Ronaldo persönlich zu treffen, der von seiner Geschichte gerührt war und ihm ein signiertes Trikot schenkte. Bruder, wie jung Ronaldo da aussieht, guck mal. Bro, what? Alter, das muss ja Ewigkeiten her sein. Aber Ehre Ronaldo und super krasser Junge. Ich finde das immer so erstaunlich, wenn die 8-9 Jahre alt sind und die haben Überlebensinstinkte, krassere als ich zum Beispiel, ne? Babu hatte sich auf eine Solo-Wanderung begeben, um den Gipfel des Kurumbachi in Malumpuza, Kerala zu erreichen. Wo? Beim Klettern in einer steilen und engen Felsspalte rutschte er aus und stürzte in eine Schlucht, wo er eingeklemmt wurde. Oder mehr als 24 Stunden lang saß Babu ohne Nahrung und Wasser in der Schlucht fest. Er zog sich Verletzungen an Bein und Arm zu und brauchte dringend Hilfe. Babus Leidensweg wurde durch die extremen Wetterbedingungen in der Gegend noch verschlimmert. Die Temperaturen fielen auf bis zu 0 Grad Celsius. Außerdem war er Regen und starkem Wind ausgesetzt, was seine Lage noch gefährlicher machte. Mit der Unterstützung der örtlichen Behörden und der indischen Armee wurde eine Rettungsaktion eingeleitet. Das Rettungsteam sah sich aufgrund des schwierigen Geländes und des engen Raums, in dem Babu gefangen war, zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Nach stundenlanger Arbeit gelang es ihnen schließlich, den Jungen zu retten, der anschließend zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Was war denn das, Alter? Keine Ahnung, was das war, aber ich finde das immer so geisteskrank, Bro, wenn irgendwelche Leute sich trauen, alleine irgendwo in den Bergen da rumzusteigen, irgendwo Freestyle machen. Leute, das sind alles Profis, nicht nachmachen, ne, ganz wichtig. Geisteskrank. Nummer 12. Werde ich nie verstehen, Bro, Nagy war ein Mann aus Newcastle, Australien, der am 21. Januar 1987 verschwand und dessen Auto später in einem Nationalpark gefunden wurde. Seine Familie und Freunde suchten nach ihm, aber er schien spurlos verschwunden zu sein. Jahrzehntelang blieb Gabriels Verschwinden ein Rätsel. Seine Familie gab die Hoffnung auf und hatte keine Ahnung, was mit ihm passiert war. Oh nein. Doch dann, 23 Jahre später, wurde Gabriel gefunden. Er lebte unter einer neuen Identität und hatte keine Erinnerungen an sein früheres Leben. Bro, nein, du kannst sagen, was du willst. Die dritte Person oder sowas, die wir sehen, die verschwindet
und auf einmal hat sie keine Erinnerungen mehr. Bro, was passiert mit diesen Menschen? Irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was ist der Man in Black mit diesem Stift da? Kennt ihr das, Alter? So der so... Gesehen von seltsamen Gedankenblitzen, die er nicht verstehen konnte. Bei ihm wurde eine dissoziative Amnesie diagnostiziert. Ein Zustand, bei dem jemand aufgrund von schwerem Stress oder Trauma die Erinnerung an seine Identität und seine Vergangenheit verliert. Mm-mm. Es ist immer noch unklar, was Gabriel in den 23 Jahren, in denen er vermisst wurde, erlebt hat. Mm-mm. Einige spekulieren, dass er absichtlich verschwunden ist und ein neues Leben begonnen hat, während andere glauben, dass er sein früheres Leben einfach vergessen hat. Was denkst du, was die Wahrheit ist? Bruder, ich sag's euch, wie es ist. Aliens, der wurde im Aliens, ist egal, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch Richard nicht. Richard Louis Pronecke war ein amerikanischer Naturforscher und Outdoor-Aktivist, der vor allem für seinen autarken Lebensstil in der Wildnis von Alaska bekannt ist. Im Jahr 1968 verließ er im Alter von 51 Jahren sein Haus in Iowa und zog in ein Gebiet in Alaska namens Twin Lakes, wo er mit traditionellen Werkzeugen und Materialien eine Blockhütte baute. Richard dokumentierte seinen Fortschritt mit Tagebüchern und Filmen und hielt jeden Moment fest. Natürlich wurde er sowohl von Touristen als auch von Parkrangern entdeckt und mit einem von ihnen schloss er sofort Freundschaft. Richards Motivation, seine Blockhütte von Hand zu bauen, entsprang seinem Wunsch nach einem autarken Leben im Einklang. Oder er hält den Baum an, guck mal, er hat den Baum befestigt an seinem Kopf. Bruder, was hat der für Kopf aus Stahl? Mit der Natur. Die natürliche Schönheit Alaskas inspirierte ihn zutiefst und er fühlte sich dem Land sehr verbunden. Er glaubte, dass ein einfacheres, nachhaltigeres Leben nicht nur besser für die Umwelt ist, sondern auch erfüllender und lohnender. Allerdings musste er fernab der Zivilisation mit rauen Wetterbedingungen wie eisigen Temperaturen, starkem Schneefall und heftigen Winden zurechtkommen. Ach du Kacke, Nummer Alter. 10. Wie überlebt man sowas? Bei einem bizarren Vorfall wurde ein 29-jähriger Mann in einem Fettlüftungsschacht eines chinesischen Restaurants gefangen gefunden. Okay, Bro, bitte sag mir jetzt, bitte, jetzt bin ich gespannt. Wie schafft es ein Mann in einen Fettabzugsschacht? Was macht der da drinnen? Der Grund, warum der Mann beschloss, auf das Dach des Restaurants zu klettern, ist noch unbekannt. Aber es führte dazu, dass er zwei schmerzhafte Tage lang festsaß. Wie? Nachdem er etwa 1,5 Meter hinuntergeklettert war, erreichte der Mann eine Biegung im Schacht. Verzweifelt und unfähig, sich zu bewegen, begann der Mann, um Hilfe zu rufen. Check ich nicht. Nummer 9. Digga, kann mir das wer erklären? Richard. Was hat der da drin gesucht? Fett? Oder was? Da ist ja nichts anderes drinnen. Hoagland schien ein gewöhnlicher, hart arbeitender Familienvater aus Indianapolis zu sein. Doch in den frühen 90er Jahren deutete sein seltsames Verhalten auf unsichtbare Probleme hin. Ja. Der Mann, der einst als energiegeladen und freundlich galt, begann unzählige Stunden in Einsamkeit zu verbringen, was seiner Frau Linda Sorgen bereitete. Als er plötzlich verschwand, nachdem er einen vorgetäuschten medizinischen Notfall gemeldet hatte, war seine Familie besorgt, verwirrt und schließlich gebrochen. Seine Abwesenheit hinterließ auch eine Reihe von finanziellen Problemen, die die Familie nur schwer ertragen konnte. Das ist halt immer kacke, der Staat erklärte Richard 2003 für tot und Linda dann heiratete erneut, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Eine schockierende Wendung nahm... Das ist halt immer schlimm, ne? Wenn jemand einfach sich aus dem Staub macht und du bist mit dem so verwandt oder bist die Tochter oder die Mutter oder keine Ahnung, dann gehen die Schulden, die er hatte, einfach auf dich über, glaube ich. Die Ereignisse krank, als Richard 2016 in Florida unter der Identität von Terry Siemensky, einem Mann, der bei einem Angelunfall ums Leben gekommen war, gefunden wurde. Zu seinem neuen Leben gehörten eine Frau, ein Sohn und sogar eine Pilotenlizenz. Diese Enthüllung verdanken wir dem Neffen des echten Terry, der den Betrüger bei der Recherche seiner Familiengeschichte auf Ancestry.com entdeckte. Was? Während seines Prozesses gab Richard eine einfache Erklärung für seine Taten. Er wollte nicht länger ein Teil seiner Familie sein. Hä? Seine Vergangenheit zu entfliehen schien ihm angenehmer als eine Scheidung und die Verpflichtung zum Unterhalt der Kinder. Das Gericht befand ihn des Identitätsdiebstahls für schuldig und verurteilte ihn zu nur 2 Jahren Gefängnis, sehr zu Lindas Bestürzung. Schließlich verklagte Linda Richard auf 1,8 Millionen Dollar für nicht gezahlten Kindesunterhalt, seelische Belastung und das Scheidungsverfahren. Und sie gewann den Prozess. Ja, besser ist es, Bro. Also der Typ, Digga, anstatt, der hat eine Familie, der hat Kinder, der hat Frau, anstatt der zu sagen, hey, guck mal, läuft nicht mehr, was weiß ich, ich will irgendwo jetzt auswandern, aber was weiß ich was, Alter. Bro, anstattdessen tut der einfach, ja, nee, wir brauchen nicht drüber reden, das ist, manche Menschen sind gestört. Manche Nummer Menschen sind 8. einfach nur gestört im Kopf. Christopher McCandless war ein amerikanischer Abenteurer und Reisender, der nach seinem Tod im Jahr 1992 Berühmtheit erlangte. Winkt mir. Nach seinem Schulabschluss spendete er seine Ersparnisse für wohltätige Zwecke, ließ all sein Hab und Gut zurück und begab sich auf eine Selbstentdeckungsreise durch die Vereinigten Staaten. Krank. Inspiriert wurde er durch die Werke von Schriftstellern wie Henry David Thoreau und Jack London, die über ein Leben im Einklang mit der Natur schrieben. Ja. Im April 1992 brach Christopher zu einem abgelegenen Pfad in Alaska auf und hoffte monatelang von der Natur leben zu können. Okay. Er hatte nur wenige Vorräte dabei und war schlecht auf die raue Wildnis Alaskas vorbereitet. Er schaffte es, einige Wochen zu überleben, aber schließlich erlag er dem Hungertod. Ja, ist halt blöd, ne, Digga, das ist halt so ein Experiment, das kannst du halt nur machen, wenn du ein Profi bist und dann solltest du natürlich da auch immer irgendwie einen Notfallplan haben, dass wenn was passiert, dass du einen Knopf drücken kannst und dann kommt wer. Tamis Überleben auf See wird dich beeindrucken und inspirieren. Sie wurde nach 41 Tagen auf einem teilweise zerstörten Schiff gefunden. 1983 begab sich Tammy mit Richard auf eine Reise von Tahiti nach San Diego. Als sie jedoch mitten im Pazifik in den Hurricane Raymond gerieten, wurde ihre Reise schnell zu einem Kampf ums Überleben. Okay. Während des Sturms verlor Tammy das Bewusstsein und als sie wieder zu sich kam, fand sie sich allein auf der beschädigten Yacht wieder, weit weg vom Land.
Leider überlebte Richard den Sturm nicht. Ohne Kommunikations- oder Navigationsausrüstung, mit wenig Nahrung und Wasser und einem verletzten Bein musste sie ihren Verstand einsetzen, um zu überleben. Sie verbrachte genau 41 Tage allein auf See und kämpfte mit Dehydrierung, Unterernährung und den unbarmherzigen Elementen des offenen Ozeans. Um zu überleben, musste Tami Regenwasser sammeln, das Schiff reparieren und die Yacht nur mit einer einfachen Karte und den Sternen navigieren. Was? Wie durch ein Wunder wurde Tami nach 41 Tagen auf See von einem vorbeifahrenden Frachtschiff gerettet. Der, unglaublich. Gibt safe als Film, bin ich mir jetzt schon sicher. Bro, ich weiß nicht, wie manche Menschen, Junge. Manche bei Menschen, Versuch, Junge, sind einfach Haus crazy. In der Innenstadt von Tucson einzubrechen, unglaubliche blieb Frau. Ein Mann im Schornstein stecken, was zu einer bizarren Rettungsaktion... Was machen die Leute alle? In Schornstein? In den Fettabsauger? Wohin gehen die denn? Und der Rettungsdienst, der führte. Als die Feuerwehr am Tatort eintraf, musste sie ihre Problemlösungskompetenz einsetzen und herausfinden, wieso? Wie sie den Einbrecher aus seiner prekären Lage befreien konnte. Einbrecher. Zu diesem Zeitpunkt saß er bereits seit Stunden fest, kam aber ohne einen Kratzer davon. Der ist direkt auch nicht in die ganz Arme hell, der Polizei. Warum der Mann beschloss, durch den Schornstein in das Haus einzudringen, ist noch unklar, aber merkwürdig ist es allemal. Kannst du dir vorstellen, dass jemand der durch den Schornstein in dein IQ Haus Play. Eindringt? Was würdest du in dieser misslichen Lage tun? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Bro, also, was Nummer würdest 4. du tun? Wenn du, ich bin auf einmal der Weihnachtsmann und bring Geschenke vorbei, weil ich im Schornstein stecke, oder was? Nummer 3. Das seltsame Verschwinden und Wiederauftauchen von Dr. William Horatio Bates im August 1902 ist eine höchst ungewöhnliche Geschichte. Okay, Dr. Bates war ein bekannter und wohlhabender Augenarzt in New York City. Ja. Doch eines Tages verschwand er plötzlich und ließ seine Frau und ein komfortables Leben zurück. Kurz vor seinem Verschwinden erhielt seine Frau eine eilige Nachricht, dass er abreisen müsste und bald zurückkehren würde. Aber er kam nicht. Nach mehrtägiger Suche erhielt Mrs. Bates einen Brief aus Großbritannien, in dem stand, dass ein Mann, der ihrem Mann ähnelte, in einem Londoner Krankenhaus gefunden worden war. Okay. Obwohl Dr. Bates über ein umfangreiches Bankkonto verfügte, behauptete er, dass er zu verschiedenen Zeiten Hunger gelitten habe. Okay. Als Mrs. Bates in London ankam, erkannte sie ihr Mann nicht wieder und konnte sich nicht an sein früheres Leben erinnern. Die Frau blieb in London und hoffte, Digga, dass ihr Mann... Ja, wieder das gleiche Aliens, was weiß ich, ich kann es doch auch nicht sagen, Bro, was, nach zwei ich weiß nach es doch Ankunft nicht. Verließ er abrupt die Stadt und verschwand erneut in den Menschenmassen Londons. Ja, Mrs. Bates nee. Sah ihren Mann nie wieder. Sie hoffte auf ein Wunder, aber schließlich verstarb sie 1907. Dr. Bates tauchte schließlich wieder auf, allerdings an einem unerwarteten Ort. Ein Freund erkannte ihn und überzeugte ihn, nach New York zurückzukehren. Ja. Der Mann erinnerte sich jedoch nie wieder an sein früheres Leben. Ja, das ist super crazy, ne? Digga, das ist, manche Menschen gewöhnen sich dann natürlich daran, weil, also, Bro, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das Video war krass, das Video war sehr, sehr heftig, Alter. Unglaublich crazy, Mann, immer auf euch aufpassen, dass ihr nicht verloren geht, dass nie irgendwas passiert, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt Weise Euler fürs originale Video. Und wir sehen uns morgen wieder. Alter, Bro, ich bin echt ein bisschen sprachlos gerade. Yo!